ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zur wirklich letzten Story-Folge von Pokémon Snap, New Pokémon Snap. Wir haben letztes Mal die Ruinen einige Male durchgemacht, das Rätsel dort gelöst und damit den Weg zum finalen Lumina-Pokémon freigelegt. Und das ist auch die letzte Story-Mission. Wird eine kürzere Folge, denke ich jetzt, aber dafür eine umso bedeutendere. Und ich hoffe, das Mikro hält. Gerade hat's weniger Bock. Das scheint die Quelle des Signals zu sein, aber es ist sehr schwach. Was könnte das sein? Wer Pokémon kennt, kann es sich vielleicht denken. Unglaublich, ich habe noch nie ein so starkes Signal gesehen. Xerneas, das letzte Lumina-Pokémon. Habe ich echt nicht gedacht, als das Spiel rausgekommen ist, dass gerade dieses Pokémon noch einen Auftritt erhält, aber beschweren werde ich mich nicht. Ich mag Xerneas, das ist ein cooles Pokémon. Das ist es, das letzte Lumina-Pokémon. Ich verlasse mich auf dich. Kannst du auch. Das Mikrofon sitzt nur scheiße und scheiße locker. Vielleicht kannst du dich jetzt eher auf mich verlassen, wo es zumindest halbwegs sitzt. Also dann, das Ganze, wie es sich gehört, schwerstes Lumina-Pokémon zu bekommen. Da drüben schwebt Xerneas. Unser Ziel ist es, das Ding mit den Lumina-Orbs voll zu kleistern. Als ob das kein Hit war. Glaub mir, ich versuch's, Professor. Da war ein Hit. Wir haben tatsächlich schon ein Foto geschafft. Sehr gut. Der beste Spot für ein Foto ist hier hinten, soweit ich weiß. Wäre natürlich schön, ihn nutzen zu können, aber warte. Lumina-Orbs gehen doch gar nicht durchs Wasser. Das kann man doch gar nicht treffen, what the fuck? Da ist Xerneas diesmal auch mit drauf. Was ich da gerade machen sollte, hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht so eine Ahnung. Weil die Lumina-Orbs prallen an der Wasseroberfläche ab. Nur, dass ihr es nochmal wisst. Ah, war da ein gutes Foto dabei. Ah, das war scheiße. Da hätte ich was holen können. Und ich glaube tatsächlich, das war's auch schon. Ah, das hab ich bisschen gefroht. Da wäre mehr drin gewesen. Oder? Hier ist doch safe noch, oder? Sehen tue ich allerdings nichts.
Vielleicht muss man sich erst vorher besser anstellen, damit es hier nochmal auftaucht oder so. Aber hier sind wir auch schon wieder durch. Als ob man da jetzt kein Foto machen könnte. Jetzt mal for real. Warum macht man nicht einfach hier ein Foto? Das wäre halt mit Abstand das Beste. Hier, jetzt. Schieß doch. Knips. Do it. Was ein Lappen. Und der will Fotograf sein? Der hat keine Ahnung von seinem Job. Aber ja, das war auch nur ein kurzer Ausflug für Xerneas. Da geht's gleich wieder zurück. Was ist mit dem Pokémon passiert? Lasst uns darüber reden, wenn Günther zurück ist. Ja, ich hab Fotos, aber keine guten, würde ich behaupten. Trotzdem bin ich recht optimistisch. Es ist Xerneas, das müsste recht free die 4K geben. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte, aber erstmal die Bewertung. Wir haben... Wirklich? Wieso zählt nur ein Foto? Was ist das Problem mit allen anderen? Aber zumindest zählt eins, wenn er mir jetzt gesagt hätte, dass die alle nicht gehen. Und es war auch so ziemlich das Beste, schätze ich. Es reicht nur knapp, aber es reicht für 4K und mehr will ich nicht. Level 2 erreichen wir damit natürlich. Deine Erkundung dieser Strecke schreitet voran. Ja, das ist schön. Kurzes Erwachen. Übrigens, gibt mal wieder Neuigkeiten. Überraschend, ich weiß. Ja, los geht's. Ending von New Pokémon Snap. Das war im Prinzip der Final Boss, wenn man es so nennen will. Guck mal, da ist Evoli. Wow. Es gab also wirklich noch ein Lumina-Pokémon. Die Wandmalerei hatte also recht. Ja, daher stellt sich die Frage, ist das, was auf der Wandmalerei abgebildet wird, wirklich so passiert? Vielleicht hat Xerneas alle zusammengerufen. Und dann haben sie Lente mit einer Art Barriere vor den Meteoriten beschützt. Eine Barriere, die ganz Lentil umgeben hat. Er ist ganz bestimmt so gewesen. Das würde bedeuten, dass die Menschen, die die Ruinen errichtet haben, den Lumina-Pokémon geholfen haben. Aber das mit dem Meteoriten ist 2000 Jahre her. Hätte Xerneas nicht schon längst erwachen müssen. Vielleicht war das ganze Jahr wahnsinnig anstrengend, sodass selbst 2000 Jahre Schlaf nicht ausreichen? Was meint ihr, wann diese Wandmalerei entstanden ist? Und wer hat sie gemalt? Warum ist es ausschließlich dir gelungen, den Lumina-Pokémon zu begegnen? Also wenn ich es mal so ganz neutral sagen soll. So einfach eine ganz fachliche Erklärung. Ihr beiden wisst es, oder? Was? Natürlich! Na logo! Ich bin einfach ein fucking Fullfaker, was? Ach so, das war nicht gemeint. Evoli! Du verstehst das wirklich nicht, Professor? Pokémon wissen, wenn jemand ein Fullfaker ist. Pokémon sind weise. Ist die Erklärung wirklich so einfach? Es sieht aus, als hättest du noch viel zu lernen, mein Freund. Wow.
Und damit kommen die Credits mit ein paar Panorama-Shots aus dem Game. Genau solche Dinger bräuchte ich für meine Backgrounds, aber hier kann ich sie nicht einfach screenshotten. Sad Story. Ja, dann nutzen wir die Zeit doch, um ein kleines Fazit für New Pokémon Snap abzugeben. Also, als das Spiel angekündigt wurde, war ich eh schon der Meinung, die haben das ja irgendwann mitten in einer Direct angekündigt. Am Ende war dann ja auch nur die Ankündigung, dass bald eine neue Direct kommt für Pokémon Unite. Also wirklich, oh, das Evoli! Nein, ich fanboye nicht für Evoli oder Shinux oder Vulpix oder irgendwas in die Richtung, nein, nein. Aber ja, ich habe mir da schon gedacht, yo, das sieht doch eigentlich echt cool aus und hätte eher das Highlight sein sollen. Ha! Schnell genug! Und hätte eher so das Highlight sein sollen in der Direct? Damals habe ich mitbekommen, waren einige Leute skeptisch so unter Motto, ja, ich meine, wir reden von der Switch, der Trailer sah grafisch da doch ein bisschen arg gut für aus. Aber jetzt ist das Spiel seit einer ganzen Weile draußen, ich habe halt nur eine Weile gebraucht, um es durchzuspielen und muss wirklich sagen, also, die Trailer damals haben nicht gelogen. Das Spiel ist wahrscheinlich, zumindest in meinen Augen, grafisch eines der besten, die ich bisher auf der Switch gespielt habe. Es sieht so verdammt gut aus. So viele Details auch. Das Verhalten der Pokémon ist sau cool. Die ganzen Lebensräume. Das Spiel ist wirklich sau cool. Es ist natürlich nicht ewig lang oder sowas. Man kann natürlich jetzt noch ein bisschen Late Game machen. Man hat noch die DLCs, die umsonst dazugekommen sind. Man kann in fast jeder Stage Legendaries hunten. Legendaries Hunt werde ich nicht machen. Es wird langsam Zeit, dass irgendein Projekt auf meinem Channel endet. Die Updates will ich noch zeigen. Ich will noch eine normale Stage und ein Lumina-Pokémon auf Level 3 bringen. Und ja. Ich glaube, da war ich einen kleinen Tick zu spät. Ich habe den Controller gerade nicht in der Hand, ist das Problem. Aber ja. Alles in allem. Es ist natürlich kein Spiel, was man jetzt so als Hardcore-Gamer durchsuchtet und auf mega viel Action hofft. Und genau das macht's, finde ich, für mich echt cool. Es ist halt einfach ein Gelegenheitsspiel, in dem man entspannen kann, bisschen runterkommen, sich eine lebendige Welt angucken kann, was Pokémon sonst sehr selten hinkriegt. sich eine wirklich lebendige Welt angucken kann. Verschiedene Pokémon, verschiedene Verhalten, es gibt einiges Verschiedenes zu entdecken. Auch so kleinere Sachen, wie zum Beispiel, dass man das eigene Labor erkunden kann, finde ich echt cool. Das mit dem Online-Posten ist auch wirklich eine coole Sache. Es gibt natürlich auch einige Sachen in dem Spiel, die ich jetzt wenig überhaupt genutzt habe. Man hat einige Möglichkeiten, die Lumina-Orbs, die Äpfel, Musik scannen. Ich muss sagen, also am Anfang hieß es ja, dass Pokémon, das ist so einer der kleineren Kritikpunkte, die ich habe. Am Anfang hieß es zum Beispiel, dass Pokémon auf Scannen oft reagieren. Letztlich, naja, manche Pokémon haben mal gezuckt, wenn man gescannt hat, sonst ist nie was passiert dadurch. Also allgemein habe ich das Gefühl, man hat sehr viele Features eingebaut, von denen man manche vielleicht etwas mehr hätte ausarbeiten sollen und dafür ein oder zwei andere vielleicht eher weglassen oder anders nutzen. Zum Beispiel Scannen halt einfach überhaupt nicht für Pokémon nutzen. Wäre jetzt so meine Meinung, vielleicht sehen das manche auch anders. Musiktechnisch, ich meine natürlich war es sehr viel atmosphärisch auch gedacht und gab an manchen Stellen weniger Musik, aber insgesamt war das doch echt ein sehr guter Soundtrack. Da kann niemand was sagen. Ich merke jetzt erst, dass ich die Fotos geschossen habe, die hier gezeigt werden, glaube ich. Bin ich mir zumindest recht sicher. Aber ja. Auch hier das Credit-Theme zum Beispiel ist einfach sau. Es sind viele gute Tracks. Mein persönlicher Favorit. Ich mochte den Ruinen-Track jetzt am Ende sehr. Der hat mich an... Oh, als ob ihr jetzt noch so eine Panorama-Aufnahme gebt. Hat man im Projekt bemerkt, dass ich diese Eisgegend absolut liebe? Ich glaube schon. Auch der Vulkan war cool, der Wald war cool. Es gab eigentlich keine Gegend, wo ich sage, nee, die mochte ich nicht so.
jede Gegend war verdammt cool. Es gab viele coole Soundtracks. Mein Favorit wahrscheinlich Lumina Milotics Theme. Das Projekt hatte ein bisschen Stress, teilweise mit dem Laptop zwischendrin weg, die Folgen, die ich nachkommentieren musste, sowas. Auch, dass auf der alten Switch da eben die ganze Zeit alles überhitzt ist. Da bin ich echt froh, wenn ich jetzt auch irgendwann Let's Go als letztes Projekt von der alten Konsole fertig habe und dann nicht mehr damit dealen muss, dass das Ding überhitzt. Im Handheld kann ich damit machen, was ich will, zum Glück immer noch. Das wäre scheiße sonst zum Zocken für mich, Smash halt. Aber ja, allgemein, es ist natürlich kein 1000 so, es ist jetzt kein 100-Stunden-Game, wo man alles Mögliche machen kann. Richtig Action hat, krasse Story sowas. Es ist wie gesagt einfach ein Gelegenheitsspiel zum Relaxen, auf das man auch, nachdem man die Story durchgespielt hat, gut mal zurückkommen kann. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man sagt, ja, das Spiel hier hat gar keinen Wiederspielwert. Es kann natürlich sein, dass einige sowas langweilig finden. Ich persönlich mochte New Pokémon Snap wirklich sehr. Es war, also muss ich jetzt mal ganz offen sagen, bisher das beste Pokémon-Spiel auf der Nintendo Switch. Ja, ich bin ein riesen Mystery Dungeon Fan und die Remakes sind auch Platz 2 für mich. Aber Rot und Blau sind einfach für mich auch die schwächsten Mystery Dungeon Teile. Und insgesamt ist New Pokémon Snap dann doch nochmal ein Stück besser. Saugutes Spiel, in meinen Augen auch wirklich eins, das man sich holen sollte, wenn man Pokémon mag. Oder wenn man Safari mag. Oder es gibt viele Gründe, sich dieses Spiel zu holen. New Pokémon Snap ist wirklich ein cooles Erlebnis. Ich empfehle es weiter. Und es ist einfach nicht lang genug, dass ich hier jetzt eine 10 von 10 vergebe oder sowas. Aber eine schöne 8,5 von 10 gebe ich diesem Game. Wir haben echt viel erlebt, was? Ja. Das kannst du laut sagen. Wir haben die gesamte Lentil-Region erkundet. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Vielen Dank. Meine Forschung ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Die neuen Erkenntnisse werden mich eine Weile beschäftigt halten. Ich werde dir weiterhin dabei helfen. Mhm. Danke, Rita. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Und du hast auch noch viel Arbeit vor dir, Günther. Oh. Ah, Professor, wolltest du nicht noch etwas ansprechen? Ja, danke fürs Erinnern. Lass mich dir die Streckenpunktzahl erklären. Ich habe dieses neue Bewertungssystem entwickelt, um zu sehen, wie du dich auf jeder einzelnen Strecke schlägst. Um gut abzuschneiden, solltest du dich nicht nur auf gute Fotos konzentrieren, sondern auch viele verschiedene Pokémon fotografieren. Wenn du die Online-Funktion nutzt, kannst du deine Ranglistenplatzierung für Streckenpunktzahlen einsehen. Aber das war nicht alles, oder? Es gibt doch noch eine weitere tolle Neuigkeit. Yeah. Meinst du den Serienbildmodus? Ich habe den Professor gebeten, euren Forschungskameras eine neue Funktion hinzuzufügen. Damit könnt ihr euch einmaliges Betätigen des Auslösers mehrere Fotos hintereinander schießen. So wird es leichter, den perfekten Moment einzufangen. Diese Funktion lässt sich in den Optionen ein- und ausschalten. Probier sie mal aus. Ich bin sicher, sie wird dir von großem Nutzen sein. Wow. Du und der Professor seid echt abgefahren. Ich werde sofort zur nächsten Erkundung aufbrechen. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Erstellen deines eigenen Fotodecks. Ja, es gibt jetzt auch noch ein paar Late-Game-Features. Was sind diese tollen Neuigkeiten, von denen du geredet hast? Das wüsstest du wohl gern, was? Du hast doch damit angefangen. Ja, ja, schon gut. Ich hab den Professor gefragt, ob wir auch abends das Riff erkunden dürfen und er hat ja gesagt. Digga, jumpscare mich nicht, du Hund! Genau meine Rede. Das Abendrot auf dem Wasser ist bestimmt wunderschön. Wow. Ja, unsere Fotos werden super aussehen. Ich geh zuerst. Moment mal. Ja, auch Abendrot haben wir hier noch. Digga, wir haben noch mehr. Auch Abendrot am Strand haben wir freigeschaltet. Einen ganzen Haufen an Features, eindeutig. Ich sehe jetzt erst, also zumindest in meinen Augen als Mystery Dungeon Simp, weshalb ich da auch nichts anderes reininterpretieren werde, sieht dieses blaue große Foto da links mittig aus. Als wäre es, Dings. Ich überlege gerade, wie der deutsche Name ist. Fogbound Lake halt.
wo die große Expedition in Team Himmel hingeht. Der Nebelsee, oder wie das im Deutschen heißt. Sieht für mich so aus. Aber ja, es gibt einige neue Features, um das Game nochmal zu erweitern. Man kann jetzt Highscores aufstellen, um den Wiederspielwert noch zu erhöhen. Man kann jetzt mehrere Fotos mit einem Druck machen, um besser eine gute Pose zu bekommen. Wir können den Strand bei Abend erkunden. Wir haben das ganze DLC-Update-Zeug eben. Du siehst aber fröhlich aus, Professor. Ist was passiert? Ah, ihr kommt genau richtig. Ich habe nochmal alle Daten analysiert und dabei neue Teleportierpunkte entdeckt. Einer befindet sich in der Nähe des Dschungels auf Bellos und ein anderer jenseits der Wüste auf Volka. Der Wahnsinn, aber hatten wir diese Insel nicht schon komplett erkundet? Beim Forschen kann man eben jeden Tag neue Entdeckungen machen. Das sind die DLC-Gegenden. DLC ist zum Kaufen, das sind Update-Gegenden oder kostenfreier DLC. Ich kenne gerade die Definition nicht, fuck it, ihr wisst, was ich meine. Ich denke, die neuen Gebiete werden ein ähnliches Ökosystem aufweisen wie die bereits erforschten Orte auf den Inseln, aber man kann nie wissen. Ja, der Fluss ist tatsächlich eine Gegend aus dem ersten Pokémon Snap. Und das Ödland mag ich vor allem dadurch, dass es da Floink und Shinux gibt. Da fasst ihr uns, wir werden es rausfinden. Yep. Danke, ich verlasse mich auf euch. Ich habe gehört, einer dieser Orte könnte für mich sehr nostalgisch sein. Das wird bestimmt spannend. Ja, der Fluss, weil Todd ist ja der Professor aus dem ersten Pokémon Snap. Alles klar, lasst uns wieder viele Fotos schießen. Sind wir langsam fertig damit? Wir bekommen noch Forschungsexperte. Du hast die gesamte Lente-Region erkundet. So, und hier den Hauptbereich will ich auch noch auf ein höheres Level bringen. Das mache ich eher offscreen sowas und zeige euch dann eben einen Durchgang auf einem höheren Level. Und ja, noch sind wir nicht fertig. Aber ein saucooles Game liegt schon hinter uns. Diese Eisgegend ist einfach so insane. Gerade bei Nacht. Sehr gutes Spiel. Wer es nicht hat, ich weiß halt nicht, ob es bei der Länge wirklich 60 Euro sein sollte. Es ist ein geiles Spiel. Holt es euch, wenn ihr es bekommen könnt. Und es euch vom Geld her das wert ist. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch bis hierhin gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschö mit Ö.